Hallo, mein Name ist Bernd Wattelmann und ich darf Ihnen heute die Prozesskette einer zersparenden Fertigung präsentieren. Hier hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Zwar liegt das Hauptmerkmal nach wie vor auf Geschwindigkeit, Flexibilität, Effizienz und Qualität, doch Nachhaltigkeit und Prozesssicherheit spielen eine immer größere Rolle. Die Integration und Digitalisierung der gesamten Prozesskette ist hier entscheidend, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber wie schaut so eine Wertschöpfungskette eigentlich aus? Anhand dieser Grafik möchte ich Ihnen nun kurz zeigen, wie sich ein Fertigungsablauf in der zersparenden Produktion abbilden lässt. In der Regel beginnt ein Bearbeitungsprozess mit einer gezielten Aufgabe, wie in diesem Fall das Produkt selbst bzw. dem Produktdesign. Hierdurch wird der Grundstein für weitere Schritte gelegt. Material, Form beeinflussen die Fertigungsverfahren, wodurch wir zur Produktionsplanung kommen. In den Schritten Arbeitsvorbereitung und Produktion geht es dann darum, Ressourcen richtig vorzubereiten, Programme zu erstellen und diese an der Maschine auszuführen. Was aufgrund von standardisierten Prozessen und Ansprüchen folgt, ist dann die Qualitätssicherung und Wartung der Maschinen. Doch wie schaut das Ganze in der Realität aus? Anhand eines möglichen Ablaufs möchte ich Ihnen nun zeigen, welche Vorteile es mit sich bringt, die Prozesskette möglichst durchgängig zu gestalten. Denn üblicherweise arbeitet nicht nur eine Person in einer Produktion. Häufig greifen eine Vielzahl an Personen in den Prozess ein und müssen mit diesen Daten arbeiten. Rückverfolgbarkeit und Sicherheit legen hier den Maßstab für einen erfolgreichen Prozess. Beginnen wir mit der Prozesskette und starten mit dem Produktdesign. Um die Basis für ein gutes Zusammenarbeiten zu legen, ist das Fundament entscheidend. Wie hier zu sehen, einer gemeinsamen Teamsender-Datenbank. Hier liegen alle Ressourcen und Projekte meiner Fertigung und können dementsprechend Projekten zugeordnet werden. Teamsender bietet Schnittstellen zu allen folgenden Produkten und ermöglicht es somit zeitgleich, revisionssicher und an mehreren Orten an diesem Projekt zu arbeiten. Hierbei hilft uns der digitale Zwilling des Produktes, der uns durch den gesamten Prozess begleitet. Dieser ist ein 1:1 Abbild des späteren Bauteiles. Um die Bearbeitung entsprechend zu planen, sind zusätzlich zum Bauteil noch weitere Ressourcen nötig, wie Werkzeuge, Maschinen, Spannvorrichtungen und einige weitere Komponenten. Diese sind ebenso in der Datenbank gepflegt. Hier im Beispiel zu sehen eine Messmaschine, um den Qualitätssicherungsprozess zu komplettieren. Arbeitspläne und Fertigungsabläufe sind komplett digitalisiert. Das spart Zeit und hilft dabei, die Prozesse sicherer zu machen. Im NX-CAM-System verknüpfe ich nun die digitalen Zwillinge meiner Komponenten. Dadurch erschaffe ich den digitalen Zwilling meiner Produktion. NX-CAM verfügt über eine Vielzahl von Technologiefunktionen, um die Programmierung des Werkstückes so effizient wie möglich zu gestalten. Durch einen Postprozessor übersetze ich nun die CAM-Emulation, also die virtuellen Verfahrbewegungen, in das NC-Programm, welches meine Maschine steuert. Mithilfe des virtuellen NCK der Sinumeric lässt sich nun das NC-Programm realitätsgetreu simulieren, optimieren und auf Kollisionssicherheit prüfen. Der Unterschied zur Standardsimulation des CAM-Systems ist, dass hier der exakte NC-Code simuliert wird, genau wie ihn auch die Maschine abfahren wird. Alle realen Informationen der Werkzeugmaschine, wie zum Beispiel die Endschalter der Achsen oder Rotationsrichtungen von Rundachsen bei der 5-Achs-Bearbeitung, werden hier berücksichtigt. Doch wie gelangt nun dieses Programm an die Maschine? Welche Maschine ist gerade auch wirklich verfügbar? In der Vergangenheit wurden Lochkarten, Magnetbänder
oder USB-Sticks als Übertragungsmöglichkeiten verwendet. Durch eine vernetzte Fertigung und die Software Manage My Resources können Programme nachverfolgbar, je nach Freigabestatus, an genau die Maschine gesendet werden, an die es hingehört. MMR Programs unterstützt uns bei diesen Aufgaben. Da der CAM-Programmierer oftmals in einem anderen Gebäude oder Raum sitzt, landen die erstellten und freigegebenen Programme automatisch in der Arbeitsvorbereitung. Der Werkstattmeister kann nun die NC-Programme einsehen, prüfen und Kommentare hinzufügen. Durch das Zuordnen an eine freie Maschine und Setzen der Freigabe landet das Programm nun automatisiert an der Maschine. Und hier kommt der große Vorteil zum Tragen. Auf der Maschine ist nur noch das Programm, was auch gefertigt werden soll und auch nur so lange, wie die Freigabe besteht. Fehler werden damit deutlich minimiert. Für die Bearbeitung ist jedoch nicht nur das Programm entscheidend. Auch die Werkzeuge haben eine entscheidende Rolle. Ähnlich wie das Programm müssen diese ebenso an der richtigen Maschine landen. In einer unorganisierten Fertigung kann dadurch schon mal wertvolle Zeit verloren gehen. Also wie den Überblick behalten über verschiedene Werkzeuge, verschiedene Werkzeughalter und unterschiedlichste Werkzeugschränke? Die Antwort ist auch hier wieder Manage My Resources. Manage My Resources Tools ist eine Werkzeugmanagement-Software, in der die Informationen aus der Datenbank und der Realität zusammenfließen. So können alle Komponenten und deren Anzahl in wenigen Minuten geprüft und lokalisiert werden. Lästiges Suchen der Komponenten oder fehlende Bestände können somit vermieden werden. Die Software übernimmt auch die Werkzeugbilanzierung auf Basis von Fertigungsaufträgen und sendet alle Daten, die zum Vermessen der benötigten Komponenten notwendig sind, an das verbundene Werkzeugvoreinstellgerät. Die Informationen werden komplett papierlos übertragen und stehen für den Einstellprozess zur Verfügung. Das vermeidet Fehler. Das Voreinstellgerät hat nun alle Informationen und auch die Messtoleranzen, die der Programmierer vorgegeben hat. Der gemessene Ist-Zustand wird mit dem Soll-Zustand des digitalen Zwillings überprüft. So gelangen nur Werkzeuge an die Maschine, die den Vorgaben entsprechen. Ist das Messergebnis im vorgegebenen Bereich, können die Daten an die Maschine übertragen werden. Der Maschinenbediener kann nun über den in der Sinumeric integrierten Manage My Resources Tools Client auf alle nötigen Werkzeuge zugreifen und diese bestücken. Eingabefehler von Längen und Durchmessern können somit komplett vermieden werden. Nun sind alle Informationen an der Maschine. Nach dem Rüsten kann nun das NC-Programm gestartet werden.
Wenn das Programm läuft, ist auch hier wieder intelligente Software die Basis für effizientes und sicheres Arbeiten. Durch die Leistungsüberwachung der Werkzeugspindel und Vibrationssensoren mit Optimize My Machining AC Auto kann der Vorschub adaptiv angepasst und somit die Bearbeitungszeit optimiert werden. Auch dem eventuellen Werkzeugbruch wird vorgebeugt, wodurch Ausschussteile minimiert werden. Durch die parallel laufende Sinomeric-systeminterne Kollisionsbetrachtung können Schäden ebenso vermieden werden. Wir haben also nun die Prozesskette vom digitalen Zwilling des Produktes bis zum realen Produkt durchgespielt. Parallel dazu erzeugt dieser Prozess aber jede Menge Daten und Informationen. Diese helfen uns nun, den Prozess am Laufen zu halten und weiterhin zu optimieren. Wir sprechen hier vom digitalen Zwilling der Performance. MMR Tools ist immer live mit der Maschine verknüpft und überwacht die Standzeit der Werkzeuge, wodurch diese schon bereitgestellt werden können, bevor es zum Stillstand kommt. Aber auch die Maschine liefert eine Vielzahl an Informationen, die entweder lokal oder in Cloud-Systemen ausgewertet werden können. Mit der Sinomeric Edge und darauf installierten Apps können Achsbewegungen, Positionsgenauigkeit, Achsspiel und Steigungsfehler analysiert und diesen gegengesteuert werden. Durch regelmäßiges Durchführen dieser Tests, wie zum Beispiel dem Kreisformtest, können Schäden vermieden und Wartungsintervalle optimiert werden. Zusätzlich zu den Maschinendaten sind auch Prozessdaten entscheidend. Diese können durch die MindSphere-App AMP OEE Tuning aufgezeichnet werden. Denn Optimierungen im Prozess können nur stattfinden, wenn ich die Ursache auch kenne. Durch permanentes Aufzeichnen verschiedenster Maschinenvariablen, der NC, PLC und Antriebe, können somit Aussagen zu Auslastung der Fertigung und Maschine getroffen werden. Hier wird durch die Verfügbarkeit, Leistung und Qualität die Effektivität der Maschine transparent. Stillstände können dadurch reduziert und Fehler analysiert werden. Die Applikation Manage My Machines bringt Transparenz über die Nutzung der Maschine und kann so wertvolle Informationen zur Produktivitätssteigerung liefern. Das Bauteil selbst kann mit der Software Analyze My Workpiece Toolpath betrachtet werden. Denn oftmals haben die Stabilität, Dynamik der Maschine und Verschleiß Auswirkungen auf die Genauigkeit des Werkstückes. Durch das Tracen der Achspositionen und Geschwindigkeiten während der Bearbeitung können Positionen mit einem Soll-Ist-Vergleich betrachtet werden und Abweichungen werden sichtbar. Durch das Rückspielen dieser Informationen kann die Produktqualität weiter optimiert werden. Wir sehen also, durch das Zusammenspiel der digitalen Zwillinge von Produkt, Produktion und Performance können wir den realen Fertigungsprozess stetig optimieren. Dies schafft die Basis für eine sichere, effiziente und qualitativ hochwertige Produktion.